Hallo Betty, danke für die Nominierung. Es hat etwas gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe. Es hatte mehrere Gründe, weil ich mit diesem Hype nicht so ganz zufrieden bin. Und ich habe mir gedacht, ich nehme die Zeit, um zu sagen, was mich ein bisschen gestört hat, warum ich nicht gleich eine Rückmeldung auf deine tolle Nominierung gegeben habe. Erstens glaube ich, dass unheimlich viele Menschen mitmachen, um cool zu sein, um dabei zu sein und vergessen, was für ein ernster Hintergrund dahinter steckt mit der Krankheit ALS. Und das stört mich etwas. Zweitens, ich mag keine Zwangsbeglückungen. Ich denke mir, die Menschen sollen Dinge tun aus Überzeugung, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben und nicht, weil jemand sagt, du musst das tun, um cool zu sein, um dabei zu sein. Und drittens, ich finde es ganz toll, dass man dieses Projekt so gefördert hat, ALS, aber ich möchte einfach auch betonen, dass es auch andere wichtige Projekte gibt, die Unterstützung brauchen. Deswegen habe ich für mich beschlossen, andere Projekte zu fördern. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Ich habe unter anderem überlegt, eben bei der Kinderkrebshilfe ein bisschen Geld zu spenden, bei dem Tiger-Projekt des WWFs und bei der Acha Noah. Ja, ich nominiere niemanden, weil ich eben möchte, dass die Leute selber von sich aus spenden, bei den Organisationen, die sie für richtig halten. Ja, und ich habe gedacht, wenn ich mir das schon antue, dieses Video, dann nutze ich es auch für keine Werbung der Bücher der Autorin, die sich sehr freuen würde über weitere Leser- und Rezessionen-Feedback. Ich werde nicht betonen, dass ich 3 Bücher im Moment habe, die gern gelesen werden. Also ich mache keine Werbung dazu. Ich versuche das seriös zu halten. Und damit ihr noch etwas zum Lachen habt, gehe ich in die Dusche. Kann auch kalt sein. Muss ich das jetzt wirklich tun?